Wir müssen uns beeilen, wir liegen schwer in Zeitplan, bevor in dann noch richtiger Streit losbricht am letzten Text. Ich würde ja auch gerne vorlesen, aber schaffen wir alles nicht mehr. Da sind so eine wunderbaren Texte drin in diesem Buch, wenn ich das mal erzählen darf. Wir haben Emma Goldmann drin, weil die Frau mit dem, wir haben Max Stirner drin, ja. Auch noch ein Essay über Max Stirner von der Beate Kramer. Das sind, worauf ich richtig stolz war, wir haben praktisch den Papstrücktritt schon vorweggenommen. Ja? Also da ist ein Text vom Kollegen, ach was sage ich, Genossen Gieske, drin, wo sich der Papst und Karl Juncker vor dem Himmelstor treffen. Ja? Also ist eigentlich Schritt für Schritt ins Paradies. Genau. Und bevor wir zu unserem Ehrengast kommen, also Matthias Wernheim, ja, bringen wir jetzt noch einen kleinen Text, eine Kostprobe. Schritt für Schritt ist ja ein Zitat von einem bekannten Lied der Scherben. Und wir haben ja im Buch den Schlagzeuger der Scherben mit drin. Ja, also der Wolfgang, der hat ein ganz wunderbares Essay über die Linke und der Rock'n'Roll geschrieben, aber ich habe mich da nicht getraut, das Ding zu redigieren. Also Wolfgang hat ganz bewusst die Linke und der Rock'n'Roll, ja, da sind wir nicht rangegangen, das ist jetzt so im Buch drin, also schön ausgeschrieben, das war mir wichtig, die Linke und der Rock'n'Roll. Ja, ja, vielleicht möchtest du da. Ja. Also, Wolfgang Seidel.